Und das Radio Hamburg Blitzer Update. Auf der Budapester Straße Richtung Altona haben wir einen, auf dem Marmsdorfer Weg statt einwärts. Bundesweit werden pro Monat etwa 40 Millionen Euro aus Bußgeldbescheiden und Verwarngeldern eingenommen. Ein lukratives Geschäft für die Kommunen. Zu lukrativ argwöhnen viele Bürger. Die stehen ja auch hier, weil sich hier lohnt. Das wissen die ganz genau. Der Staat braucht Kohle. Wodurch hat man Einnahmen? Am schnellsten einfach einen Starrenkasten aufstellen. Ne? Für mich eine reine Abzocke. Ja. An den Stellen, wo es eigentlich nötig ist, ja, da stehen sie nämlich nicht. Werner Erthaus wohnt in Osnabrück und schäumt wegen der Blitzer in seiner Stadt. Nicht nur die Polizei, vor allem Kommunen dürfen blitzen und kassieren. Jetzt fahren sie so schön und wollen Kleider kaufen oder sonst was in der Stadt. Dann werden sie gleich schon in der Friedensstadt empfangen von einem Steinblitzer. Da vorne ist er. So, und wenn sie den gesehen haben und fahren vorsichtig, dann sagen sie so, jetzt gebe ich Gas. Da sehen sie den zweiten Blitzer, der kriegt sie. Da geht bei mir der Hut hoch, dass man solche Methoden anwendet, um Geld zu machen. Erthaus hat die Autofahrerschutzvereinigung gegründet und warnt mit Flugblättern vor Starrenkästen. Man nennt ihn auch den Rächer der Geblitzten. Meist stößt er auf Zustimmung. Was halten Sie von den Blitzern? Ja, nicht viel. Manchmal ist es reine Abzocke. Ich meine, wenn man aus Landstraße fährt und aus heiterem Himmel statt 170 zu fahren ist, und dann wird man geblitzt. Ne? Klar sind die Gelder mit im öffentlichen Haushalt eingeplant und müssen irgendwo reingeholt werden. Das ist so. Jetzt weiß ich auch, wo sie stehen. Ja. Danke mich dafür. Ja. Tschüss. Also mich stört ganz konkret, dass überhaupt eine solche Verkehrspolitik betrieben werden kann und das Volk sich das gefallen lässt. Am schlimmsten ist ja gar nicht mal die Polizei. Wenn die Verkehrskontrollen machen, haben wir keine Probleme mit. Das Problem, was wir haben, ist ganz konkret die kommunale Straßenblitzerei zum Zwecke des Geldverdienens. Das kann's nicht sein. Die kommunalen Blitzer sind sein besonderer Feind. Die geht er auch ganz direkt an. Ich wollte Sie mal was fragen. Ist das Sie erlaubt, dass Sie hier stehen dürfen? Die städtischen Gans- und Halbtagskräfte kennen ihn schon. Es gibt keine Ausflucht, was soll man machen? Die Dame räumt das Feld mitsamt ihrer Kamera. Sie ist sauer. Reden will sie gar nicht. Auch nicht mit uns. Machen Sie das hauptamtlich oder nicht? Entschuldigung, sagen Sie mir, ist das so einfach? Wütend düst sie davon. Zur Begeisterung ansässiger Ladenbesitzer. Dankeschön. Danke, dass Sie verscheucht haben. Ja, sauber. Ja, ja. Super. Ja. Vielen Dank. Wir machen weiter so, okay? Mach weiter so, danke. Stehen die hier öfter? Die stehen hier ständig. Ja? Diese Woche schon dreimal. Vielen Dank. Und ist hier ein Unfall schwerkommend? Oder, ich meine, Sie haben ja Ihren Laden hier. Beobachten Sie, dass hier ständig kracht? Oder gibt es einen Grund, warum die hier stehen? Nein, hier passiert gar nichts. Aber? Ja, das ist, ich denke, das ist Abzocke. So sehe ich das einfach. Ja. Ne? Geldmacherei. Blitzer. Notwendige Verkehrsüberwachung oder Abzocke? Wir fahren nach Brandenburg, das Land mit der höchsten Blitzerdichte der Republik. Kontrollen, so die offizielle Lesart der Polizei, dienten ausschließlich der Verkehrssicherheit. Aber stimmt das wirklich? Die Autofahrer jedenfalls sehen nicht immer ein, warum sie gerade hier nur 50 fahren dürfen. Das muss ich mir erst mal angucken. Ja, und warum ist das? Na, die Kollegin wird das ja sicherlich beantworten können. Hier ist Unfallschwerpunkt. Und dass hier einer nicht auf den anderen vor auffährt, hat man sich festgelegt, diesen Bereich machen wir mit 50. Das ist eine sehr schöne Stelle. Manche Autofahrer sind um fantasiereiche Ausreden nicht verlegen. Ich habe gesehen, 50, 51, als ich hochfuhr, dachte ich, nur, ne, bergab fährt er mal ein bisschen schneller. Geht zu schnell fahren? Ja. Schnell denn? Wir sind innerhalb einer 50er-Strecke mit 68 km/h haben wir sie gemessen. 68? Ja. Ich denke, naja, da lässt sich dich ausrollen. Da brauchst du am wenigsten Benzin, aber was war's? Scheiße war's. Es geht nicht nur um Verkehrssicherheit. Das vermutet jedenfalls der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, Andreas Schuster.
Es ist ein einmaliger Zustand, den wir kritisieren, dass im Landeshaushalt seit Jahren vorgegeben wird, wie viel Verwarngelder und Bußgelder wir zu erbringen haben. Das fing mal an mit einer Vorgabe von 20.000 D-Mark damals. Mittlerweile sind wir bei 40 Millionen Euro, die wir zu erbringen haben, nur aus dem Bereich Verwarn- und Bußgelder im Bereich Verkehr. Die Polizisten vor Ort zögern, reagieren vorsichtig, als wir nach festen Vorgaben fragen, wissen wollen, ob es stimmt, dass sie viele Knöllchen bringen müssen. Ich fahre eigentlich raus, um aktiv zu sein, um auch was zu erreichen. Und ja, am besten lässt sich das für mich jetzt anhand sehen, gut, du hast heute 4 Bürger ein Verwarngeld ausgesprochen oder 3 oder 4 Bürger haben eine Ordnungswidrigkeit begangen, du hast die Anzeigen halt aufgenommen. Das sind dann für mich jetzt schon mal, das sehe ich auf dem Papier. Man kann natürlich nicht 8 Stunden Streife fahren und kann reinkommen und kann dann sagen, es war den ganzen Tag nichts. Mhm. Also das wird einem niemand abnehmen. Ich habe ein Arbeitsergebnis. Also ich habe, meine Arbeit hat jetzt einen Nachweis. Wie viele Kontrollen müssen Sie sozusagen am Tag machen? Dass Sie jetzt wissen, Mensch, am Ende des Jahres sollte ich doch das und das haben oder so und so viele Kontrollen gemacht haben? Nicht unbedingt. Also. Jetzt mischt sich Polizeipressesprecherin Dörte Röhrs ein und gibt die offizielle Version. Es ist natürlich so und so, dass unser Anliegen natürlich ist, die Verkehrsunfälle zu verringern. Also es gibt sicherlich Vereinbarungen, wo sich gerade jetzt im Speziellen der Leiter des Verkehrsdienstes mit seinen Kollegen hinsetzt und sagt, so und so sieht die Unfalllage gerade des vergangenen Jahres aus. Wie können wir dem entgegenwirken? Was können wir machen? Wo müssen wir mehr machen? Und man setzt sich sicherlich Ziele, aber das setzt sich jeder andere Betrieb auch. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft muss keine Rücksicht nehmen. Er redet Klartext. Wir als Gewerkschaft der Polizei haben vehement kritisiert, dass es Zielvorgaben gab. Und zwar nicht bloß für eine Wache oder eine Dienstschicht, sondern bis runtergebrochen auf den Kollegen, wo genau gesagt wurde, wie viel Verwarngelder er im Monat zu erbringen hat. Das, wenn es so gemacht wird, ist Abzocke gegenüber dem Bürger. Und die Kollegen bekommen bisher jährlich einmal eine Beurteilung. Und wenn ich meine Summen eben nicht bringe, ja, dann wird die Beurteilung schlechter ausfallen. Und das hat die Konsequenz, dass der Kollege wahrscheinlich eben nicht befördert wird. Das wird offiziell so nicht gesagt, aber inoffiziell ist es einfach so. Was sagt das Innenministerium von Brandenburg zu diesen Vorwürfen? Geht es nun um Verkehrssicherheit oder die Landeskasse? Und wieso bekommen Polizisten Vorgaben? Wir treffen uns mit dem Pressesprecher des Innenministers, Ingo Decker. 40 Millionen haben Sie im Ansatz für den Haushalt. Was hat das mit Verkehrssicherheit zu tun? Nun, der Einnahmetitel im Land Brandenburg ist in den letzten 10 Jahren etwa um 10 Millionen Euro gestiegen. Das ist richtig. Der Verkehr hat aber auch zugenommen. Generell muss überwacht werden nach Notwendigkeit und nach Zweckmäßigkeit. Das ist keine Abzockerei, keine Wegelagerei, wie manche immer sagen. Jeder kennt so seine Stelle und wir werden uns die auch angucken. Wir überprüfen das im Land Brandenburg gerade. Aber im Großen und Ganzen ist einfach zu sagen, es passiert zu viel aus Unvernunft und Unverständnis auf unseren Straßen. Da kann man nicht daneben stehen und sagen, wir lassen das laufen. Herr Schuster, der Gewerkschaftsvorsitzende, ja, sagte eben, es gebe ganz genaue Zielvorgaben bis, ja, zum einzelnen Polizisten. Negative Beurteilung, keine Beförderung und so weiter. Das kann es ja nicht sein. Das hat doch mit Verkehrssicherheit nichts zu tun. Da scheint in der Tat in den letzten Jahren eine gewisse Überbürokratisierung eingezogen zu sein. Das ist das Thema der sogenannten Zielvereinbarung. Das gucken wir uns gerade sehr genau an, hier im Ministerium, und werden das mit der Polizei auch diskutieren. Wenn es da den Eindruck gibt, dass planwirtschaftlich gewissermaßen abgezielt wird auf die Erbringung ganz konkreter Zahlen, dann sind wir dabei, das zu evaluieren, zu überprüfen. Immerhin, ein klares Dementi klingt anders. Wir sind unterwegs nach Uelzen. Auch in Niedersachsen haben Blitzer Konjunktur. Hier wird gerade ein neuer eingeweiht. Der Hintergrund? Niedersachsen gibt dem Landkreis 4 Millionen Euro Fördermittel. Aber die bekommt der Kreis nur dann, wenn er selbst spart oder die Einnahmen erhöht. Da hatte Kreistagsabgeordneter Klaus-Dieter Rehse die zündende Idee. Ein neuer Blitzer. Und dies ist auch eine Investition, die wir tätigen müssen im Haushalt. Wir geben Geld aus und hoffen natürlich, das Geld und etwas mehr wieder reinzubekommen. Bernd Heiduck, Leiter des Straßenverkehrsamts, hat die Einnahmen schon fest eingeplant.
zwischen 1,9 und 2,2 Millionen. Alle vier bisherigen, sage ich ausdrücklich dazu. Und in gleicher Größenordnung erhoffen wir uns das natürlich auch für nächstes Jahr. Aber ob das eintrifft, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, 2007 war das gewesen, die Bundesgartenschau hier. Das war also ein Rekordjahr, was die Einnahmen anbelangt hat. Ortsfremde. Ortsfremde, natürlich Ortsfremde. Also geht es wohl doch um Einnahmen. Und wann werden jetzt die nächsten aufgestellt? Nächstes Jahr im Mai wahrscheinlich. Wie viele? Fünf. Fünf? Noch fünf Stück. Und wo? Auch an Unfallschwerpunkten. Na, das ist ja selbstredend, ja. Das ist doch selbstverständlich. Selbstverständlich. Und jeder schmunzelt mit. Die Lokaljournalisten jedenfalls haben schon die Schlagzeile für morgen. Bernd Schossadowski schreibt für die Allgemeine Zeitung Uelzen. Wir hatten bis vor wenigen Wochen vier Blitzerstandorte im Landkreis. Jetzt haben wir vier neue dazu bekommen und kriegen nächstes Jahr nochmal fünf weitere. Also innerhalb von kurzer Zeit eine Steigerung von 4 auf 13 ist schon eine ganze Menge, finde ich. Das Ganze nennt sich Bedarfszuweisung, ist mehrere Millionen und ist eine Finanzspritze für finanzschwache Kommunen oder Landkreise. Und die kriegt man nur, wenn man halt auch selber die Einnahmen erhöht als Landkreis oder selber Ausgaben kürzt. Und in diesem Fall hat man halt ein gutes Mittel vielleicht gefunden, sage ich jetzt mal, um die Einnahmen zu erhöhen. Also doch. Es geht um Einnahmenerhöhung. Wir sind neugierig geworden. Wer baut eigentlich diese formschönen Blitzer? Auf der Internetseite der Firma stoßen wir auf ein Angebot an Gemeinden. Eine Art Rundum-Sorglos-Paket. Die Firma stellt die Blitzer auf und verspricht, es lohnt sich. Zusätzliche Einnahmen winken. Wir rufen an, geben uns als Gemeindevertreter aus und lernen erstmal die Sprachregelung. Helfen Sie uns auch jetzt bei der Analyse des Standortes, dass Sie jetzt sagen, wir gucken mal, wo amortisiert sich dieser Blitzer? Dieses Wort dürfen Sie niemals öffentlich erwähnen. Ein Messplatz darf sich niemals amortisieren. Selbstverständlich muss sich die Investitionssumme, und die bewegt sich ganz schnell im sechsstelligen Bereich, mittel- bis langfristig bezahlt machen. Aber der Begriff Amortisation, der hat so einen negativen Touch. Auf dem Weg zur Firma rauschen wir in eine Radarfalle. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Heutzutage gibt es nirgendwo mehr Kaffee, sondern Latte Macchiato. Und Blitzer heißen heute auch nicht mehr Starrenkästen, sondern Trafi Tower. Die Firma kommt kaum nach mit den Bestellungen und bietet Gemeinden mit klammen Kassen eine, sagen wir mal, Partnerschaft an. Kaufen muss die Gemeinde den Blitzer nicht, sie mietet. Dafür kassiert die Firma bei jedem Knöllchen mit. 5 bis 6 Euro im Dienst der Verkehrssicherheit, natürlich. Firmenvertreter Hartmut Hoffmeister findet das optimal. Wir haben festgestellt, dass dieser Weg für kommunale Behörden, die doch finanziell nicht auf Rosen gebettet sind und die Investition nicht unbedingt leisten können, dass genau dieser Weg eigentlich der richtige ist, um A, Verkehrssicherheit zu erzeugen und B, uns auch selbstverständlich ein Geschäft zu vermitteln. Um uns auch einen geschäftlichen Erfolg zu bescheren. Im Moment beschert die Gemeinde Burghauen der Blitzerfirma geschäftlichen Erfolg. Gleich zwei Trafi-Tower am Ortseingang blitzen munter, sagen Anwohner und der Imbissbesitzer. Ich denke mal, die Einheimischen, die wissen es jetzt und die bremsen natürlich meist dann auch die Auswärtigen aus. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn man im Imbiss drin ist und es ist dunkel und dann gibt es immer mal wieder dieses Leuchten und dann macht sich natürlich jeder Gedanken, was war das? Ah, er hat wieder einmal. Das ist ja ein etwas unfreundlicher Empfang. Naja, soll ja sowieso jeder vorschriftsmäßig fahren. Ja. Also, ich habe nichts gegen den Blitzer. Wir wollen vom Bürgermeister wissen, ob die Rechnung aufgeht. Doch der will nicht mit uns sprechen. Er sei schon einmal vom ZDF befragt worden, der Beitrag aber so tendenziös gewesen, dass er zu einem Gespräch nicht mehr bereit sei. Was aber hat er in der ZDF-Sendung Wieso gesagt, dass die Trafi-Tower-Firma ihm gute Einnahmen verhieß? Es ist schon so, dass sie vor Ort kommen, sich dort die Begebenheiten, die verkehrliche Situation entsprechend anschauen und dann eine Einschätzung im Grunde haben, ist das für uns ein rentierlicher Standort oder nicht. Und es ist offensichtlich so, dass es ein rentierlicher ist, also hat man uns das Angebot in der entsprechenden Form unterbreitet. Er hat sich das böse Wort rentierlich entlocken lassen. Das ist natürlich ärgerlich. Auf dem Heimweg sehen wir ein mobiles Blitzauto am Straßenrand. Messbeamter Norbert Ewald und Bereichsleiter Friedrich Goldschmidt kontrollieren in der 30er-Zone eines Dorfes im Landkreis Harburg. Eigentlich müssten die Mitarbeiter erfreut sein, wenn sich viele Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten, die Blitzerrate niedrig wäre.
Das Gegenteil aber ist der Fall. Heute läuft das sehr gut, muss ich sagen. Wir stehen hier eine gute Stunde, 27 Bilder. Das ist eine Einnahme von insgesamt, jedenfalls war das im Jahre 2009 so, von 490.000 Euro. Im Jahr? Im Jahr. Aha, also das Auto spielt eine halbe Million ungefähr ein. Wenn Sie so wollen, ja. Ja, ein schlechter Tag ist, wenn wir 50 Bilder nach Hause bringen. Guter Tag ist, wenn wir 70 Bilder nach Hause bringen oder 80 Bilder. Das ist gut schon. Also wir haben ja 11 stationäre Anlagen neben dem mobilen Messfahrzeug. Mhm. Wir erzeugen damit etwa 100.000 Fälle, die als Verwarngelder oder Bußgeldfälle abgehandelt werden, auch geahndet werden. Und das zusammen ergibt eine Einnahme zwischen 2,7 und 2,8 Millionen Euro. Wir lesen im Haushaltsplan des Landkreises nach. Die Bußgeldstelle hat ein Defizit von 600.000 Euro. Das soll nun ausgeglichen werden durch zwei neue Blitzer. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Wir fragen beim Landrat nach. Ich lese hier, dass es also offensichtlich ein Defizit gibt in der Bußgeldstelle. Wenig später Gegensteuerung. Eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage ist in Bau. Diese 2,7 Millionen planen wir ein. Und wir stellen unterjährig meinetwegen fest, wir landen am Ende des Jahres nur bei 2 Millionen. So. Dann müssen wir uns ja Gedanken darüber machen, wie wir dieses Fehl reinbekommen. Nicht zwingend jetzt, worauf Sie ja hinaus wollen, Druck machen, Druck machen, Druck machen. Da müssen die Einnahmen müssen sprudeln. Wir brauchen dringend dieses Geld. Zwingend nicht, aber ich meine, ich lese Gegensteuerung, eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Das ist ein haushaltstechnischer Vorgang, wenn ich das mal einfach so sagen darf. Dahinter steckt jetzt nicht, wie Sie möglicherweise vermuten, dass wir jetzt gegensteuern müssen, damit wir zwingend diese Einnahmen erzielen. Wir müssen gegensteuern, um unseren Level an Verkehrssicherheit und Prävention zu halten. Ein haushaltstechnischer Vorgang im Sinne der Verkehrssicherheit also. Noch Fragen? Was macht eigentlich der neue Trafitower in Uelzen? Ich wollte mich mal erkundigen, wie Sie mit Ihrem neuen Blitzer zufrieden sind. Der wird gut angenommen. Mit anderen Worten, er rentiert sich. Na schön. Wann holen Sie denn die Fotos raus? Mittwoch. Ja, dann kommen wir dazu, wenn es Ihnen recht ist. Zweimal im Monat fahren die beiden Mitarbeiter des Straßenverkehrsamts Uelzen, Gabi Zielinski und Stefan Kastner, alle 11 starren Kästen ab. Der neue macht sich gut, sagen sie, etwa 350 Aufnahmen im Monat. Der Goldesel, sagt der Chef des Straßenverkehrsamts, ist aber ausgerechnet ein betagter Starrenkasten. Denn dass auf dieser breiten Straße mit überschaubarem Gewerbe, in die ein Feldweg einmündet, nur 50 gefahren werden darf, auf diese Idee kommen offenbar nur wenige. Das ist also offenkundig der Goldesel. So kann man es auch nicht sehen, ist nun mal ein Unfallschwerpunkt und sie fahren nun mal zu schnell hier. Auch immer noch, obwohl schon seit langer Zeit 50 ist. Schon warum wird da nicht einfach eine Ampel aufgestellt, wenn hier eine Kreuzung ist? Ist doch nicht so schwierig. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, warum die darauf nicht gekommen sind. Das Duo der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung arbeitet Hand in Hand. Stefan Kastner wertet die Fotos aus. Gabi Zielinski verschickt die Bußgeldbescheide. In Härtefällen entscheidet der Chef des Straßenverkehrsamts Bernd Heiduck. Es geht um viel Geld. Es ist ja hier die Abteilung, würde ich sagen, fürs Gelddrucken. Oder sehe ich das falsch? Das mag in der Umgangssprache so sein. Nur wir sind, wenn man es richtig einordnen will, eigentlich die Verkehrsüberwachungsbehörde. Mhm. Die für mehr Verkehrssicherheit im Landkreis sorgt. Ich denke, das steht im Vordergrund. Also wir haben im Moment 11 Tower. Also 7 sollen insgesamt noch kommen. Und warum auf einmal 7? Ist die Stadtkasse so klamm oder was ist das Problem? Kein Kommentar. Und wie kommt das, dass Sie jetzt innerhalb eines Jahres von 11 auf 18 gehen? Also das kann ja nicht mit dem explosionsartig ansteigenden Bedürfnis nach Verkehrssicherheit kommen, sondern vermutlich auch mit der klammen Kasse des Landkreises. Das würde ich so nicht stehen lassen. Wir haben ein erhebliches Defizit gehabt bisher. Mhm. Defizit an Verkehrssicherheit. Nicht an Geld, an Verkehrssicherheit. Und dieses Defizit gleichen wir momentan aus. Und da rechnen wir nochmal mit rund 900.000 bis 1 Million. Na, das lohnt sich aber. Das lohnt sich ja. Das ist rentierlich. Rentierlich. Da war es wieder, das böse Wort.
Morgens um 7 vor einer Hamburger Schule. Hier geht es wirklich um Verkehrssicherheit, um die Sicherheit der Kinder. Hier darf nur 30 gefahren werden, doch manche halten sich nicht daran. Guten Morgen. Polizei, mein Name ist Barz, Verkehrsstaffel. Wir führen eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ja. Sie sind eben gemessen worden. Hier ist 30 km/h, Sie sind 45 gemessen worden. Ich möchte Sie bitten, morgen kurz zum Fahrzeug zu kommen. Die direkte Ermahnung hilft offenbar. Ich mal fragen, sehen Sie es ein, dass man hier nicht zu schnell fährt? Ja, selbstverständlich. Ist ja vor der Schule, das ist klar. Ja. Sehe ich total ein. Das war auch, war ich nicht bei der Sache, schlimm eigentlich. Also wenn wir die Leute anhalten und mit denen sprechen und denen das erläutern, dass hier Schulbereich ist und die sehen, dass die Kinder hier auch zur Schule gehen, dann sehen die meisten das ein. Und dann ist es meistens besser, als wenn man jetzt in 6 Wochen Post bekommt, dann weiß man gar nicht mehr, wo das gewesen ist. Mhm. Und so wird man konfrontiert, man redet mit den Leuten, man kann auf die einwirken und die denken auch selbst drüber nach in dem Moment. Mhm. Das ist schon positiv. Ein Gespräch bringt mehr als Knöllchen. Das finden auch Polizisten im nordrhein-westfälischen Meschede. Nur ihre Vorgesetzten scheinen das anders zu sehen. Wir stoßen auf eine Beschwerde. Polizisten klagen, ihren Vorgesetzten gehe es ums Geld eintreiben. Wir fahren hin. Die Beamten wehren sich gegen eine Dienstanweisung, die fordert, Beamte sollten lieber blitzen und nicht mehr so viel anhalten. Wir haben gerade eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Da waren Sie ein wenig zu schnell. Mit 63 gemessen. 63? Bleibt netto 60 vorwerfbar, 10 km/h Überschreitung. Das ist innerhalb geschlossener Ortschaft. Ja. Die Polizisten aber finden, Blitzen ohne Anhalten spüle zwar mehr Geld in die Kasse, führe aber nicht zu mehr Einsicht. Sie wollen keine Knöllchen am Fließband schreiben. Verbunden mit der Bitte, es soll ein Anhalt sein, sich künftig an die Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten. Nur ein Gespräch verändere Verhalten, auch wenn nicht alle Fahrer Belehrungen brav hinnehmen. Viel Geld, es soll aber auch anhalten, dass sie künftig schon vor dem Ortsschild ihre Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht haben. Das ist übertrieben, was da heute läuft. Jede Kommune hat so viel Geld eingeplant durch diesen Zweck. Wenn ich so ein Ding machen könnte, dann könnte wer beste Geschäft will sich die Kamera schnell rentieren. Vor unserer Kamera sind die Polizisten in Meschede vorsichtig, zurückhaltend. Man muss sicherlich schon einen gewissen Kontrolldruck aufbauen, um den Verkehrsteilnehmer dazu zu bringen, vernünftig zu fahren und sich halbwegs an die Verkehrsregeln zu halten. Insofern, es gibt sicherlich Stellen, wo man den Eindruck haben könnte, dass das vielleicht auch einen finanziellen Hintergrund hat. Das ist so, ne? Aber die Polizei an sich bemüht sich schon, dann auch dahin zu gehen, wo man es nachvollziehbar dem Bürger erklären kann. Die weitaus meisten Kollegen vertreten sicherlich die Auffassung wie wir, dass wir also lieber den Bürger direkt ansprechen, als anonym was zu verschicken. Die Zurückhaltung ist verständlich, denn es gab Ärger. Die Polizeiführung fahndete vergeblich nach den anonymen Beschwerdeführern. Wir treffen uns deshalb mit Frank Richter, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft von Nordrhein-Westfalen. Der redet Tacheles. Es gibt durchaus vom Innenministerium eine Rankingliste. Wir sagen, das ist so der Medaillenspiegel, der da ist, in dem aufgeführt wird, welche Behörden besonders erfolgreich und welche Behörden weniger erfolgreich gewesen sind. Wir halten das für überflüssig. Erfolgreich in der Weise, wie viel, also sind angehalten worden, wie viel Geld haben die eingespielt? Also wie viel Tätigkeiten sind insgesamt im polizeilichen Sprachgebrauch gemacht worden? Und es ist überflüssig wie ein Kropf, dazu noch eine Strichliste mehr oder weniger zu machen. Denn kein Behördenleiter möchte sehr gerne auf dem Abstiegsplatz sein, sondern er möchte selbstverständlich lieber auf dem Medaillenplatz sein. Wir wollen das genauer wissen und fragen im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen nach. Die Antwort? Rankinglisten gäbe es, aber die dient nur der Information und Hilfestellung. Druck auf Polizisten? Nein, den gäbe es nicht. Die Polizisten ärgert es, dass Kommunen bei der Geschwindigkeitsüberwachung überhaupt mitmischen, Blitzer aufstellen dürfen. Feste Geräte aber können auf neue Gefahren nicht reagieren, sagt die Polizei. Wenn auch noch, wie in Burghauen, private Firmen mit im Boot säßen, sei das wie Raubrittertum.
Verkehrsüberwachung sollten Spezialisten machen. Und diese Spezialisten sitzen bei der Polizei. Und wenn ein Privater auch noch verdienen will, dann wird er sich dorthin stellen, nicht wo wir Verkehrsunfallschwerpunkte haben, sondern er wird sich dahin stellen, wo die Gefahr relativ groß ist für den Verkehrsteilnehmer, vielleicht die Geschwindigkeit zu überschreiten. Das ist nichts anderes als ein modernes Wegelagerertum. Das sind Gelddruckmaschinen. Das hat mit einer anständigen Verkehrsüberwachung überhaupt nichts zu tun. Immer mehr Bürger legen deshalb Widerspruch gegen einen Bußgeldbescheid ein, gehen zum Anwalt. Was ist passiert? Nehmen Sie erst mal. Ich habe einen Brief bekommen vom Straßenverkehrsamt. Es war morgens um 7, meine ich sogar. Und Batsch. Manuel Wegner macht seinem Mandanten Hoffnung. Viele Messungen sind fehlerhaft, hat der Anwalt festgestellt. Sein Wartezimmer ist voll, die Mandanten meist Vielfahrer. Ich fahre im Jahr 60.000 bis 80.000 Kilometer und ja. Sind Sie im Außendienst tätig? Oder? Ich bin im Außendienst tätig, ja. Und wo ärgert es Sie dann, wenn Sie geblitzt werden? Es ärgert mich teilweise auf Landstraßen, auf Autobahnen, wo ich es eigentlich absolut gar nicht nachvollziehen kann, dass da überhaupt so etwas stattfindet. In 30er-Zonen halten Sie sich auch an die Geschwindigkeit? Ich halte mich an die Geschwindigkeiten. Ich habe selber 3 Kinder und da halte ich mich schon an die Geschwindigkeiten. Und alles Gute erstmal. Der Anwalt hat seine Mandanten mit auf den Weg gegeben. Auch im Verkehrsrecht gilt im Zweifel für den Angeklagten. Im Übrigen krache es meist nicht wegen zu hoher Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist nicht Unfallursache. Nummer eins ist es eher so, dass 80-85% aller Verkehrsunfälle andere Ursachen haben, wie zum Beispiel Vorfahrtsverletzungen, Abstandsunterschreitungen, rechts vor links. Diese Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind belegt. Die ergeben sich aus dem Statistischen Bundesamt. Dort ist genau analysiert worden, was zu welchen Unfällen geführt hat, und die Ursachen sind dort bezeichnet. Und da ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass mehr als 85% aller Verkehrsunfälle dann nicht auf die Geschwindigkeit zurückzuführen sind. Nicht nur Blitzer boomen, auch das halblegale Geschäft mit Radarwarnern. Gegen diese ganzen Blitzgeräte. Jawohl, die haben wir. Aber das wäre jetzt so, ich sag mal, als Einstieg gedacht. Ja. Das nennt sich Blitzermaus Reminder. Und darauf sind ca. 40.000 starren Kästen erfasst für ganz Europa. Das Gerät kostet 149 Euro. Das ist der Valentine One. Das ist also mit Abstand das beste Gerät. Ja. Das wird einfach an die Windschutzscheibe vorne befestigt, anschalten und los geht's. Dann piept der oder er sagt mir was. Der piept. Der Kauf der Geräte ist nicht verboten, wohl aber der Gebrauch. Das stört den Verkäufer nicht. Die Kunden rufen mich teilweise an und sagen danke. Mein Führerschein ist heute gerettet worden. Komm. Perfektes Englisch ist nicht nötig, um zu begreifen, was die Dame meint. Der Verkäufer wehrt sich gegen unsere Vorhaltung, dass seine Geräte zum Rasen einladen. Das sind an für sich nicht die typischen Raser, die zu uns kommen, sondern eben einfach Leute, die viel auf der Autobahn unterwegs sind, beruflich, Sachen Außendienst, die auf ihren Führerschein einfach angewiesen sind. Und Sie sehen jetzt, hier ist jetzt zum Beispiel Tempo 100 erlaubt. Ich fahre jetzt bewusst hinter dem LKW her, aber Sie sehen die anderen, die fahren jetzt mit 120, 130 hier vorbei. Wenn dann Blitzer irgendwo steht, wird das ja gleich richtig teuer. Man kann sich das Ganze aber auch sparen. Einfach langsam fahren und Radio hören. Noch ein Blitzer, und zwar Rennbahnstraße, das Ganze stadteinwärts. Alle Blitzer machen wir tatsächlich nicht. Also Blitzer in 30er-Zonen, die melden wir nicht. Und auch wenn jetzt Blitzer vor Kindergärten stehen oder vor Schulen zum Beispiel, vor Krankenhäusern, die werden nicht gemeldet. Dort ist Verkehrsüberwachung auch sinnvoll. Das sehen die meisten Autofahrer ein. Nicht einsehen können sie aber, wenn Kontrollen vor allem dazu dienen, die Kasse zu füllen. Das merkt der Bürger, ärgert sich und vertraut dann lieber auf Horst Schlemmer. Oh, nicht so schnell. War langsam, Blitzelein. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag, 18.30 Uhr. Aktuelle Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter reportage.zdf.de.